Liebe Zuschauer, wir sind gespannt, ob morgen mal ein bisschen mehr Schwung in den Börsensaal hineinkommt. Wahrscheinlich hängt es natürlich auch von den veröffentlichten Konjunkturdaten ab. Und deswegen wollen wir jetzt mal auf den Datenkalender schauen. Vom Freitag, dem 23. Juni 2017. Am Morgen um 8 Uhr kommen die Aufträge im Bauhauptgewerbe für Deutschland bzw. deren Anzahl heraus. Etwas später um 9.30 Uhr gibt es dann den vorläufigen Einkaufsmanagerindex für die Industrie in Deutschland im Monat Juni. Man rechnet mit einem leichten Rückgang auf 59,0 Punkte, aber damit ist man natürlich immer noch weit über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Oder wäre es zumindest, sollten die Daten bestätigt werden. Um 10 Uhr kommt dann der Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Euroraum. Übrigens zeitgleich, genau wie beim deutschen Einkaufsmanagerindex, immer auch der jeweilige Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Um 15.45 Uhr gibt es dann noch einen Einkaufsmanagerindex, nämlich den des Market-Instituts für die Vereinigten Staaten von Amerika und die dortige Industrie und zeitgleich ebenfalls für den Dienstleistungssektor, ehe es dann um 16 Uhr noch Daten vom US-amerikanischen Immobilienmarkt gibt mit der Anzahl der Neubauverkäufe im Monat Mai. Annualisiert, also aufs Jahr hochgerechnet, glaubt man jetzt, dass es 600.000 sein könnten. Zuletzt wurden 569.000 geschätzt bzw. bekannt gegeben. Ja, da warten wir es mal ab, wie wir dann diese Börsenwoche beschließen, die ja immerhin schon mal am Dienstag mit einem neuen Rekord im deutschen Aktienindex aufwarten konnte. Aber nachdem die 12.951 Zähler erreicht waren, gab es eben noch keinen Angriff auf die 13.000er Marke, sondern erstmal die Konsolidierungsformation der vergangenen 2,5 Handelstage. Naja, nun müssen wir mal sehen, ob es tatsächlich dann noch mal so weit kommen kann, jetzt in Kürze die 13.000er-Marke ins Visier zu nehmen oder ob wir weiter in diesem aktuellen Sommerloch verharren. Warten wir es ab.